ديز تبعك عاد دي ابيتت دي فيجن 1000 تركعات فون دين واس في هوت بيتن wissen und الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث باي مسلم وبا جويريا was ich gerade berichtet habe aber nehmen wir den ein bisschen kurz auseinander sagte الرسول صلى الله عليه وسلم جويريا steht morgens auf und betet den Fajr stopp جويريا was ist das eine Frau ja eine Frau sie steht den Fajr auf ja sie steht auf Allahu Akbar stehen unsere Schwestern auf nein warte stehen erstmal unsere Männer auf um Fajr zu beten Oder lass mich kuschelig unter meiner Decke bleiben. Ha? Bist du ein Mann, wenn der Wecker klingelt, dass du sagst, ich stehe auf, ich gehe beten? Oder lass mich erstmal schlafen und ich tue den Wecker auf 11 Uhr und 12 Uhr. Kannst du? Juwairia ist eine Frau. Sie ist aufgestanden, um zu beten in Fajr. Rasulullah s.a.w. sah sie morgens, ging für 3 Stunden weg, kam zurück, sah Juwairia immer noch sitzen. Immer noch. Sagte, Ich habe nach dir, nachdem ich weggegangen bin, Worte gesagt, wenn wir die wiegen würden, ha? Sie würden das, was du gemacht hast, in diesen 3 Stunden überwiegen. La ilaha illallah. Was hast du, ja Rasulallah, gesagt? Dass die 3 Stunden durch ein paar Worte überwogen wurden. Hatte gesagt, ich habe gesagt nach dir, Subhanallah wa bihamdi. Gepriesen sei Allah, ihm gebührt alles Dank. Adada khalqi, in der Anzahl seiner Schöpfung. ورضا نفسه alles was ihm zufriedenstellt وزنة عرشه das Gewicht seines Throns und wir haben gerade gesagt dass den Thron 8 Engel tragen wo haben wir den Beweis in welcher Sura Sura Al-Haqqa und wir haben gesagt dass einer von diesen zwischen seinem Ohrläppchen und seiner Schulter eine Reise von was 70 Jahre Allahu Akbar und ومداد كلماته دي أنزل زاني ورطه دي أنزل زاني ورطه إش ويل دي نور كورتس ساقن واس دي أنزل زاني ورطه أنجيت سبحانه الله زو الله سبحانه وتعالى زاخت ديس بتوغلش إن سورة 18 فرس 109 sprich wenn das Meer الله gibt dir ein Beispiel und ein Beispiel ist immer im Koran gegeben, damit du die Sache besser verstehst. Deshalb, die Sahaba haben gesagt, wenn Allah ein Beispiel gibt und ich verstehe das nicht, weine ich. Weil ich so dumm bin, dass ich das nicht verstehe. Die Beispiele dienen wofür? Allah subhanahu wa ta'ala, darab Allahu mathalan. Allah hat ein Beispiel gegeben. Warum? Damit du die Sache besser verstehst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, sprich du ja Muhammad zu ihnen. Wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wäre, Wurde das Meer wahrlich zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herrn zu Ende gingen, auch wenn wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrächten. Allahu Akbar. In einer anderen Sura, in Surat Luqman, das ist Sura 31, Vers 27, sagt Allah folgendes. Und wenn auch das, was auf der Erde an Bäumen gibt, alles, Schreibrohre wären, Und das gesamte Meer und danach 7 weitere Meere als Nachschub, also Tinte wären, würden die Worte Allahs nicht zu Ende gehen. Das ist nur dazu. Guck mal, Rasulullah, das ist der Unterschied zwischen jemand, der betet Allah subhanahu wa ta'ala und weiß wie, und jemand, der hat kein... Heute kommst du, er betet. Ja, geerbt. Er hat seinen Vater so gesehen, er hat seine Mutter so gesehen, also hat er geerbt. Was machst du, Tasbih? Er hat das geerbt. Weiß er, woher das kommt? Weiß er nicht. Das ist genauso, wie gerade die Junge argumentiert. Ich bin Hanafit, ich habe es so gelernt. Du solltest aber nicht das so lernen. Du solltest nachforschen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat und so solltest du beten. Deshalb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in al-Bukhari, Hadith Malik ibn Huwairith, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Betet, wie ich gebetet habe. Ein Befehl. Also, das Erste, was wir lernen, ist der Unterschied zwischen der Ibadah von jemandem, der Wissen hat, und jemandem, der kein Wissen hat. Guck mal, jemand, der Wissen hat über Allah. Ich gebe dir ein Beispiel. Er kennt die Eigenschaft von Allah. Er weiß den Tawhid, Rububiyya, Al-Uluhiyya, Al-Asma' wa Sifat. Er kennt die Namen Allah subhanahu wa ta'ala auswendig und er weiß, was sie bedeuten.
هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار، الوهاب الرزاق، الفتاح العليم. Er weiß diesen Namen. Wenn er sagt Ar-Rahman, er weiß ganz genau, was das bedeutet. Und er kommt jetzt beten und sagt Allahu Akbar. Was für ein Unterschied das ist zu jemand, der kommt, er weiß gar nichts. Weder was Allahu Akbar bedeutet, weder einfach Allahu Akbar, weil die anderen Allahu Akbar gesagt haben. Er geht runter, weil die Leute runtergegangen sind. Seine Stirn ist auf dem Boden und er sagt Subhana Rabbil A'la, nur weil die anderen das gesagt haben. Aber der eine sagt Subhana Rabbi Al-A'la, er weiß, dass er das kleinste Geschöpf auf dieser Erde ist und Allah der Erhabene ist. Das ist der Unterschied. Das ist, was wir lernen. Die zweite Lehre, die wir lernen, Taqdimu Al-Fard ala Nafila. Pflicht kommt vor was? Vor beliebte Handlung, vor Nafila. Jetzt, Juraij hat weder Al-Asr noch Al-Fajr noch Al-Duhr gebetet. Freiwilligkeitsgebet. Er steht und betet. Jetzt kommt seine Mutter und ruft nach ihm. Du, Juraij, antworte mir. Was hätte er machen müssen? Er hätte sein Gebet aufhören müssen und was? Und seine Mutter antworten müssen. Das ist genauso der Fehler, wenn jetzt jemand kommt, betet Tahiyyat al-Masjid. Der Imam steht da, sagt zu demjenigen einen Hinweis, Aqim al-Salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةَ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. Wenn das Gebet, wenn zum Gebet gerufen wird, dann gibt es kein Gebet außer dieses Pflichtgebet. Jetzt aber, ich stehe am Ende, mache ich weiter. Ich bin ja am Ende. Aber ich habe gerade Allahu Akbar gesagt. Oder in der ersten Rak'a, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, und ich reihe mich ein. Das ist Wissen. Fard